Willkommen zur Hessenschau. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Donnerstag. Es ist ein Tag der Lockerungen und der steigenden Inzidenz. Wie passt das zusammen? Wir schauen da gleich drauf. Außerdem zeigen wir Ihnen, was in den Ferien in der Schule passiert. Da gibt es nämlich Fördercamps. Und wie gesagt, ab heute dürfen sich große Teile Hessens noch etwas lockerer machen. Veranstaltungen dürfen größer werden. Ohne Genehmigung sind draußen weit mehr als 1000 Menschen möglich, drinnen mehrere hundert. Und überhaupt die Innenräume von Restaurants, die sind wieder offen für jeden, auch Ungetestete und Nicht-Geimpfte, solange die Inzidenz regional die 35 nicht überschreitet. Wir wollten wissen, atmet die Veranstaltungsbranche jetzt auf? Das Ende einer langen Hängepartie, endlich wieder Kultur und seit heute weitere Lockerungen für Veranstaltungen in Hessen. Bis zu 1500 Menschen in freien und 750 in geschlossenen Räumen sind erlaubt, ohne Tests. Das bedeutet auch mehr Geld in den Kassen der Veranstalterinnen und Veranstalter eigentlich. Ich rechne überhaupt nicht mit Mehreinnahmen. Die Tickets sind verkauft und die Kommunikation hat stattgefunden und da werden wir das nicht nochmal neu aufmachen können. Wir werden vielleicht an der Abendkasse großzügiger sein können und dann die 10 oder 20, die da sind, noch befriedigen können mit Tickets. Aber dass wir wirklich doppelt so viel Tickets verkaufen können, wie wir das bisher geplant haben, daran glaube ich nicht. Maren Mattes hält trotz der Lockerungen an ihrem Hygiene- und Abstandskonzept fest. Pro Hütchen zwei Stühle und genau das hat der Kultursommer dem Publikum auch versprochen. Vielen habe die niedrige Ticketanzahl Sicherheit gegeben. Diese wolle man ihnen nicht nehmen, erklärt die Intendantin. So beurteilt das auch der Kasseler Kulturzeltveranstalter Jürgen Truss. Er bleibt bei seiner Einteilung in kleine Gruppen. 1500 werden wir nicht mitmachen auf dem Gelände und nach unserem Konzept, denn wir haben ein Hygienekonzept, das ausgefeilt ist und wo wir wirklich hundertprozentig sicher sein können, dass von unseren Veranstaltungen überhaupt keine Infektion in irgendeiner Weise ausgeht. Der Grundgedanke dabei ist, dass wir nicht wollen, dass in 3 Monaten oder in einem Jahr oder auch in 10 Jahren unsere Veranstaltungen in irgendeiner Weise mit einer vierten oder sonstigen Anzahl an Wellen in Verbindung gebracht werden kann. Wer hier zu uns kommt, der soll sich hier sicher fühlen und das auch sein. Trotz des Risikos wieder steigender Infektionszahlen hält Wirtschaftsminister Al-Wazir an den neuen Verordnungen fest. Wenn das möglich ist und immer mehr Leute geimpft sind, dann muss man lockern. Die Sorgen der Veranstalterinnen und Veranstalter kann er dennoch verstehen. Ein Veranstalter, der jetzt sagt, ich plane ein Festival für Ende September, der überlegt sich natürlich dreimal, ob er das macht oder nicht, weil wir nicht wissen, was Ende September ist, aber das weiß die Politik auch nicht. An fehlende Planungssicherheit musste sich die Kultur- und Veranstaltungsbranche im vergangenen Jahr jedoch gewöhnen. Das ist so ein gewisses Schulterzucken. Wir sind momentan als Kultur gezwungen, ständig umzuplanen und wir haben überhaupt keine Sicherheit in der Planung. Das ist ziemlich schwierig für uns. Bis Anfang Oktober geht der Kultursommer in Nordhessen. Maren Mattes und Jürgen Truss hoffen, das Sommergeschäft voll ausschöpfen zu können. Denn niemand kann absehen, was der Herbst noch mit sich bringt. Ja, zumal die Inzidenz im Moment wieder steigt. In Hessen gibt es gerade 16,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Vergangenen Donnerstag lag die Inzidenz noch bei 11,1 und vor gut 2 Wochen bei gut 8, beziehungsweise vor genau 2 Wochen. Hessen ist nach Berlin das Bundesland mit der höchsten Infektionsrate und Darmstadt und Frankfurt, die liegen noch mal über dem Hessenschnitt. Beide Städte dürfen nicht lockern. Bilder von heute aus der Frankfurter Innenstadt. Das Leben pulsiert, Corona scheint kein Thema, die Außenbereiche der Restaurants und Kneipen sind voll. Doch der Schein trügt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt über 35. Da wir heute über dieser Schwelle liegen, müssen wir ab morgen die Lockerungen wieder zurücknehmen. Das war so ein kurzes Zwischenspiel mit den Lockerungen. Es bleibt uns schlicht nichts anderes übrig, als genau jetzt wieder vorsichtiger zu sein.
Die strengen Regeln in den Restaurants und Kneipen bleiben also bestehen. Die Frankfurter sind geteilter Meinung. Frankfurt hat vollkommen recht, dass wir nicht lockern, wenn wir es nicht schaffen, die Inzidenzen runterzubringen. Warum ich das schade finde, weil man einfach wieder zurück ins Leben gehen will. Und ich finde, es kann nicht die Antwort sein, dass man andauernd irgendwie alles zumacht. Ich finde das angemessen, denn 35 ist doch eine recht hohe Inzidenz. Deswegen würde ich da keine Lockerungen, oder ich würde das nicht für gut empfinden. Also meiner Meinung nach ist die Inzidenz ein bisschen veraltetes Maß jetzt für Corona-Fälle, weil die ganzen Geimpften können ja trotzdem positiv sein, aber sind ja gar nicht krank und zählen dann trotzdem in die Inzidenz rein. Deswegen wäre ich dafür, dass es trotzdem gelockert wird. In den meisten Städten und Kommunen in Hessen liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 20. Die Grenze von 35 überschritten haben aktuell nur Darmstadt mit 35,7 und Spitzenreiter Frankfurt mit 37,6. Überraschend, besonders junge Leute zwischen 15 und 34 stecken sich an. 573 in einer Woche, das macht eine 7-Tage-Inzidenz von 39. Aus wissenschaftlicher Sicht findet der Virologe Martin Stürmer den Tag der Lockerungen gefährlich. Eigentlich ist dieser Anstieg der Zahlen viel zu früh. Wir hätten das im Herbst erwartet. Aber so früh im Sommer ist es eigentlich eher unerklärlich und zeigt, dass wir zu locker mit der Situation umgehen. Auch Darmstadt liegt über der 35er-Inzidenz und auch hier werden die Corona-Maßnahmen nicht gelockert. Christos Drukos betreibt ein bayerisch-bürgerliches Restaurant und ist enttäuscht. Der Gast möchte vorzugsweise draußen sitzen, ist aber am Wochenende wahrscheinlich aufgrund der Wetterlage nicht möglich. Das heißt, wir werden dann wiederum finanzielle Einbußen erleiden, weil wir den Gästen nicht den Platz anbieten können, den sie gerne haben möchten. Auch weil die wenigsten Gäste Lust hätten, immer ihren Impfpass zu zeigen, so der Gastronom. Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch aber mahnt: Dies ist keine gute Entwicklung. Es liegt aber weiter an uns allen, vorsichtig und umsichtig zu bleiben, damit die Zahlen nicht weiter steigen. Es dauert also noch, bis in Darmstadt und Frankfurt in der Gastronomie wieder die ganz große Oper gespielt wird. Bei einem Brand in Ahnatal bei Kassel ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Nachrichten jetzt mit Claudia Schick. Ja, eine Doppelhaushälfte stand dort in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. In dem Haus sei jedoch eine Leiche gefunden worden. Ob Mann oder Frau ist noch unklar, ebenso die Brandursache. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Deutsche Bahn hat in Geisenheim im Rheingau die S-Bahn der Zukunft vorgestellt. Es ist ein handgefertigter Prototyp. Die Bahn hofft damit auf Kunden wie zum Beispiel den RMV. Der Vorteil solcher Bahnen ist, dass sie 40% mehr Gäste transportieren können, weil sie mit flexiblen Elementen ausgestattet sind. So lassen sich zum Beispiel Sitze zusammenklappen, um mehr Platz zu schaffen. Darüber hinaus können ganze Sitzreihen auch eng oder weit auseinandergeschoben werden, um in Spitzenzeiten mehr Stehplätze anbieten zu können. Auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen werden vorübergehend 3 weitere Unterkünfte errichtet für insgesamt 288 Bewohner und Bewohnerinnen. Das sei einmal notwendig wegen zunehmender Erstaufnahmen und weil die Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie nicht voll belegt werden könnten. Eine gewisse Anzahl an Plätzen muss für eine mögliche Quarantäne vorgehalten werden. Beleidigungen, Hetze und sogar Gewaltandrohungen. Viele Menschen erleben das jeden Tag im Internet. Mit der Initiative Keine Macht dem Hass wollen Politik sowie private und öffentlich-rechtliche Medien dem entgegensteuern am heutigen Internationalen Tag gegen Hasskriminalität. Und auch wir vom Hessischen Rundfunk beteiligen uns daran. Keine Macht dem Hass lautet das Motto an diesem internationalen Aktionstag. Und deshalb hat die hessische Justizministerin Kühne Hörmann eine Debatte bei YouTube angestoßen. Bei dieser Diskussion geht es um Hasskriminalität und wie man sie bekämpft. Ja, und wir bleiben gleich bei diesem Thema Hate Speech, den Hasskommentaren. Viele trauen sich schon gar nicht mehr, im Internet etwas zu posten oder öffentlich etwas zu sagen, aus Angst eben vor dem Hass, der ihnen entgegenschlagen könnte. Damit ist die Meinungsfreiheit, der demokratische Diskurs in Gefahr. Und besonders unter die Haut gehen die Kommentare, die Politiker immer wieder ertragen müssen. Blöde Schlampe, die sollte man mal vergewaltigen. Linksversifter Trottel, der gehört abgeknallt. Muslime, ein Tumor, der entfernt werden muss. Zwei Politiker, zwei Opfer von Hate Speech.
Verbal müssen die beiden Landtagsabgeordneten Lukas Schauder und Bijan Kaffenberger so einiges aushalten. Kaffenberger wird nicht nur wegen seiner Arbeit als Politiker beschimpft, sondern auch wegen seiner Krankheit, dem Tourette-Syndrom. Die meisten Hasskommentare bekommt er über die sozialen Netzwerke und unter seinen YouTube-Videos. Ja, schon sehr unschöne Sachen. Also ich will das jetzt eigentlich fast nicht wiederholen, aber als Beispiel, also irgendwie, der gehört eher in eine Zwangsjacke und nicht in ein Parlament, solche Sachen. Und dann noch irgendwie beleidigende Wörter, die ich jetzt echt nicht wiederholen will. Das ist schon, gerade mit Bezug auf das Tourette, schon öfter mal der Fall. Auch Rassismus begegnet ihm ganz offen im Netz. Zum Beispiel, wenn er gefragt wird, ob er nicht eigentlich in einem anderen Parlament sitzen müsste. Die Strategie des gebürtigen Darmstädters, um mit diesen Beleidigungen umzugehen, ist klar. Möglichst ignorieren. Wenn man sich zu viel damit beschäftigt, ist es auch was, was einen natürlich ganz tief im Inneren tangiert. Und man muss da, glaube ich, sich ein bisschen Teflon auch einfach zulegen, weil sonst, wenn man das zu nah an sich ranlässt, macht dann das, glaube ich, auf Dauer auch schon kaputt. Auch wenn er weiß, dass er eigentlich mehr Zeit investieren und viel mehr gegen diese üblen Beleidigungen vorgehen müsste. Zum Beispiel über das Meldeportal Hessen gegen Hetze. Was ich grundsätzlich auch gut finde. Deswegen wäre es auch wichtig, wenn mehr Leute da was melden. Weil bisher haben in anderthalb Jahren nur ungefähr 3000 Meldungen stattgefunden. Und 3000, das sind 5 pro Tag. Ich kann mir vorstellen, wenn ich ins Internet gucke, es gibt ein bisschen mehr als das. Wie er selbst ja auch erfahren muss. Für Kaffenberger gibt es 2 Gründe, warum aktuell noch nicht so viele Hasskommentare gemeldet werden. Einmal, weil das Portal Hessen gegen Hetze noch nicht so bekannt ist und... Zum anderen sind wir einfach bei dem Thema Medienpädagogik noch lange nicht so weit, dass wir schon früh in der Schule den Kindern und Jugendlichen schon erklären, wie man mit sowas umgehen muss und dass man sowas melden kann und melden sollte. Weil dort einfach nur auch noch so wenig getan wird in dem Bereich. Das sehen wir im Blick auf die Digitalisierung in ganz vielen Bereichen. Hier wartet also noch viel Arbeit auf die Landespolitik. Auch sein Kollege Lukas Schauder von den Grünen muss als Politiker so einiges aushalten. Von einfachen Beleidigungen bis hin zu Bedrohungen war schon alles mit dabei. 2017 droht jemand, eine Veranstaltung mit Gasflaschen zu sprengen. Unterschrieben wird das Ganze mit Adolf Hitler. Und es kommt sogar noch schlimmer. Seine Autoreifen werden angeschlitzt. Nur durch Zufall fällt das bei einem Werkstattbesuch auf. Ich hatte auch wirklich dann erst gedacht, das ist gar nicht so sehr an mich rangekommen. Und dann, als ich eines Nachts wieder Auto gefahren bin, auf dem Weg nach Hause war, ist mir wirklich eine Panikattacke übergekommen, dass ich rechts ranfahren musste und nicht mehr weiterfahren konnte, weil ich mir nur noch ausgemalt hatte, was hätte passieren können, wenn das vielleicht nicht rechtzeitig aufgefallen wäre. Aufhören wegen der Bedrohungen kommt für Schauder trotzdem nicht in Frage. Er meldet konsequent alle Hasskommentare und löscht sie dann. Die Standardbeleidigungen perlen mittlerweile an ihm ab. Ich glaube, das ist leider eine Notwendigkeit momentan. Wenn man Politik machen will, dann muss man wirklich viel aushalten. Und was ich besonders schlimm finde, ist, dass es eben auch ganz viele Ehrenamtliche trifft. Also KommunalpolitikerInnen, auch junge Leute, die sich einfach nur für ihre Gemeinde und die Menschen vor Ort einbringen wollen, die da schon mit den schlimmsten Drohungen konfrontiert werden. Schauder sieht es als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich den Trollen im Netz entgegenzustellen. Verständnis für Menschen, die andere beleidigen, herabsetzen und mobben, hat er keines. Gerade was ich bei Frauen, die politisch aktiv sind, schon für Kommentare gelesen habe, wo es wirklich in die unvorstellbarsten Vergewaltigungsfantasien geht, dann kann man das mit nichts erklären. Da fehlt mir jedes Verständnis. Lukas Schauder und Bijan Kaffenberger, 2 junge Politiker im Hessischen Landtag, die den Trollen nicht das Netz überlassen wollen. Sie werden weitermachen mit ihrer Politik und mit ihrem Kampf gegen Hate Speech. Sieht so Schule aus? Klassischer Unterricht eher nicht. Aber das ist Schule. Oder sagen wir, es spielt sich zumindest in der Schule ab. Ein Ferienlerncamp in Biblis im Kreis Bergstraße für Kinder der Klassen 1 und 2. Also Schülerinnen und Schüler, die wegen Corona eh nicht so genau sagen können, was eigentlich Grundschule ist. Denn seit sie eingeschult wurden, ist es ja immer wieder anders. Ja, und jetzt ist es schon wieder anders. Die Tiger sind los in Biblis, selbstbewusst, stark sein wie eine Raubkatze. Das ist eine von 5 Säulen im Lerncamp. Wir haben mentale Fitness mit hineingenommen, Brains Gym sozusagen. Und wir haben noch Wecke den Tiger in dir, um Lerncoaches zu sein,
wo sind deine Stärken? Nicht nur auf die Schwächen des Kindes zu schauen, sondern auch wirklich auf die Stärken des Kindes. Die Grundschule in den Weschnitzauen will reparieren, was die Pandemie zerstört hat. Zumindest bei den Kleinsten, die bisher kaum Schulerfahrung gesammelt haben. Natürlich sind die klassischen Schulfächer auch dabei. Hier steht gerade Mathematik auf dem Programm. Sachunterricht gibt's auch, kennen wir. Ein Raum weiter Deutsch. Hier wird gedacht und gedichtet. Ich bin die Charlotte, ich bin 8. Was reimt sich denn auf Charlotte? Karotte. Freiwillige Ferienförderschule. Nicht nur was für Kinder, die den Anschluss zu verlieren drohen. Das Konzept ist für alle gedacht. Wie viele Vieren hast du denn? Keine Vieren. Auch eine 3? Mm-mm. Was? Eine 2 und lauter 1er. Und dann kommst du in den Ferien in die Schule? Ja. Um noch mehr zu lernen? Ich habe Kinder, die sind schon im Januar fertig gewesen mit ihrer Liesma, mit ihrer Lola, also mit ihren Fibelarbeitsheften, haben aber im sozial-emotionalen ganz andere Probleme. Die sind auch hier, weil sie uns einfach benötigen, uns unterstützen. Wir sind der Anker sozusagen, die, ja, ihr Hafen, wo sie wissen, hier bin ich sicher, hier kann ich arbeiten. Einmal dirigieren. Die fünfte Säule, Bewegung. Super. In die Schule gehen, obwohl schon Ferien sind, bei den Eltern kommt das gut an. Na klar. Sehr gut. Wir haben im Moment 30 Kinder hier sein, also stehen von 200. Und es ist für mich ordentlich. Für das, dass es Ferien sind, wir das erste Mal so anbieten. Es muss ja auch wachsen. Die Eltern müssen verstehen, was ist. Die Kinder müssen auch verstehen lernen. Es sind Ferien, da sind sie ja erstmal, oh, ich muss in die Schule. Genau. Was sagen die eigentlich zu 5 Tagen weniger Ferien? Ich mache das, weil ich hier viel Spaß habe und weil ich Schule mag. Das macht mir einfach sehr Spaß, hier zu sein. Und ich würde klüger sein auch. Meine Eltern arbeiten und mir macht es halt einfach Spaß. Das Lerncamp ist eigentlich so etwas wie ein Feriencamp mit Wissensvermittlung. Nicht nur in Sachen Mathe und Deutsch, auch über sich selbst kann man noch einiges lernen. Für den Paul haben wir uns eingespürt und haben gemerkt, wow, der liebt es, der liebt den Genuss und er ist ein Erfinder und er ist ein ganz kreatives Kind. Wie fühlst du dich hier? Toll, das ist ein schönes Gefühl, hier zu liegen. Nach all dem Pandemiestress endlich mal wieder ein bisschen ins Gleichgewicht kommen und das in der Schule. In Wolfhagen im Landkreis Kassel sind Tierquäler unterwegs. Details dazu hat Claudia in den Nachrichten. 2 Katzenhalter haben dort Anzeige erstattet. Tierquäler haben in Wolfhagen offenbar eine Katze so schwer misshandelt, dass sie an den Verletzungen verendete. Einer weiteren Katze wurde der Kiefer gebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Das Corona-Jahr hat den Städten und Gemeinden so einiges zusätzlich präsentiert, zum Beispiel mehr Müll im öffentlichen Raum als zuvor. Die Stadt Frankfurt und die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH haben jetzt reagiert und eine neue Einheit der Stadtreinigung gegründet. Der sogenannte Hashtag CleanFFM Express mit 22 Mitarbeitern kümmert sich frühmorgens und spätabends an Wochenenden und Feiertagen um all den Müll, der achtlos auf Straßen und Grünflächen verteilt wird. Ein Trupp zum Beispiel reinigt täglich frühmorgens den Frankfurter Hafenpark und sammelt all das ein, was über Nacht auch dort liegen geblieben ist. Ab August will die Landesregierung die Luft- und Raumfahrtbranche in Hessen stärker fördern. Und zwar mit einem eigenen Raumfahrtkoordinator. Bayern und Baden-Württemberg haben schon so einen und wir jetzt auch. Den Posten übernimmt Johann Dietrich Wörner, ehemals Chef der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Er ist gebürtiger Hesse und arbeitet ehrenamtlich. In Hessen sind mehrere wichtige Institutionen der Luft- und Raumfahrtindustrie angesiedelt. In Darmstadt sitzt zum Beispiel das Raumflugkontrollzentrum der ESA. Und das war's von den Nachrichten. Du bist wieder dran, Daniel. Dankeschön, Claudia. Und jetzt entscheidet sich, welches Dorf am Wochenende ziemlich groß rauskommt als dolles Dorf in wenigen Momenten. Bestimmt der Zufall, wo wir unsere Kamerateams hinschicken. Und der Zufall liegt in der Hand von meiner Kollegin Nora Enz. Nora, ich glaube, du warst auf Entzug, oder? Ja.
Ja, ich war ganz schlimm auf Entzug. Also es war wirklich, mir haben meine Dörfer gefehlt ohne Ende. Durch die ganze Corona-Geschichte haben mir die Geschichten aus den Dörfern gefehlt. Die kleinen Schätze, die kleinen Winzigkeiten, die man da immer wieder findet, egal wie klein der Ort ist. Und jetzt haben wir Sommer. Wir haben super Wetter und wir haben Ferien. Und ich bin wieder unterwegs in Dollendorf. Beltershain, das gehört zu Grünberg, hat 620 Einwohner und liegt im Kreis Gießen. Liebe Beltershainer, rufen Sie uns doch an unter 069 155 2490 oder 069 155 5111 beim Zuschauerservice. Dann können wir uns verabreden für heute Abend draußen bei herrlichem Wetter mit gesundem Abstand und viele nahe und schöne Geschichten aus Ihrem Dorf finden, die wir dann morgen drehen und am Samstag hier in der Hessenschau sehen können. Dankeschön, Nora. Beltershain hat also Glück gehabt, wenn man einen Besuch vom HR als Glück bezeichnen kann. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Thema. Was ist eigentlich Glück? Was macht glücklich, auch auf Dauer? Das will mein Kollege Daniel Stanitsch in seiner Serie herausfinden. Danny sucht das Glück heute im Tierrefugium in Hanau. Ob das Retten von Tieren wohl glücklich macht? Als Kind haben mich meine Haustiere glücklich gemacht und davon gab es ganz schön viele, denn ich bin mit meiner Familie auf einem Bauernhof in Kroatien aufgewachsen. Heute habe ich weder einen Hund noch eine Katze. Und dann gibt es John David Kraft. Er ist 54 Jahre alt und betreibt mit seiner Frau einen Gnadenhof in Hanau. Ich bin sehr gespannt, ob ich auch dort das Glück finde. Hallo John, darf ich einfach rein? Gerne. Super. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wer ist denn das? Das ist Benny. Sag mal John, wie viele Tiere habt ihr denn eigentlich hier? Wir haben so circa 100 Tiere da. Wow. Viel Geflügel auch, also Hühner, Wachteln, viele Ziegen, Schafe. Aber die wirst du ja dann hoffentlich gleich sehen, ne? Gut, dann zeige ich dir mal unseren Hof. Gerne. So, und die kommen jetzt auch alle mit? John nimmt vor allem Tiere auf, die keiner mehr haben will, weil sie eine Behinderung haben, zu alt sind oder über Jahre hinweg schwer misshandelt wurden. Auf rund einem Hektar Land hat er in den vergangenen 16 Jahren ein Übergangszuhause für seine Tiere geschaffen. Natürlich mit dem Ziel, sie irgendwann wieder in gute Hände abzugeben. Johns Leben sah aber nicht immer so aus. Wenn du magst, Daniel, folgst du mir einfach. Ich war zuletzt Produktmanager für eine Softwarefirma, die Sicherheitssoftware hergestellt hat. Meine Frau hatte zu dem Zeitpunkt auch noch einen super Job, hat auch gut Geld verdient. Die Überlegung war natürlich, gibst du das jetzt wirklich alles auf? Ja? Aber wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass eben Geld nicht alles ist. Ja? Für mich ist es zum einen Liebe, ja? Dass du jemanden hast, der dich liebt, dass du jemanden hast, den du lieben kannst. Und Glück bedeutet für mich auch so eine gewisse innere Zufriedenheit, ja? Dass ich abends mich ins Bett lege und kann sagen, okay, ich habe wieder was Gutes getan, ich habe auch für andere was Gutes getan und dann fühle ich mich glücklich. Um das Glück zu finden, muss man manchmal Risiken eingehen. Und weil ich ein risikofreudiger Mensch bin, wage ich mich mit einem vollen Eimer Obst ins Ziegengehege. Oh, ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. Ich glaube, ich gebe dir den Eimer wieder zurück. Das Ganze wird hier sehr gefährlich gerade für mich. Ich wollte gerade sagen, du machst das eigentlich perfekt. Ja? Ja, klar. Sag mal, John, all diese Tiere, die hier sind, ja, die haben ja ein Schicksal. Ja. Ist das hier wirklich dann der richtige Ort, bei so viel Leid auch das Glück zu finden? Ja, das habe ich mich auch sehr oft gefragt. Wir sehen wirklich extrem viel Leid, Elend, sei es nun tierisches oder menschliches, weil wir gehen natürlich auch in die Wohnungen rein und da gibt es Messi-Haushalte, wo du Tiere raushalst etc. Du siehst schwerst misshandelte Tiere. Also wir haben nichts, was wir noch nicht gesehen haben, sage ich immer, und trotzdem wird es dann immer noch getoppt. Das musst du verarbeiten können. Ja? Also, das könnte ich alleine auch nicht. Ja? Deswegen bin ich froh, dass ich mit meiner Frau eine Partnerin habe, die gleich tickt. Weil du musst darüber sprechen, du musst kommunizieren, du musst das verarbeiten. Und ansonsten gehst du an dem Job kaputt. Ja? Das Glück findet man dann aber, wenn man so ein Tier gerettet hat und baut es wieder auf und es fasst Vertrauen. Gibt dir mal die Pfote oder schlägt dir mal übers Gesicht oder so. Das sind dann die Momente, wo du dich glücklich fühlst, ja? Und zufrieden auch.
Johns Weg war oft steinig und risikoreich. Das hätte hier auch alles in die Hose gehen können. Schließlich wird der Hof durch Spenden finanziert. Aber ich merke auch, dass es genau der richtige Weg für ihn war. Er ist glücklich, wenn seine Tiere glücklich sind. Wie ist das? Wann machst du Urlaub? Wann erholst du dich? Also Urlaub ist so ein bisschen Fremdwort bei uns. Mit meiner Frau zusammen geht es sowieso nicht, weil immer einer vor Ort sein muss. Und unser Ziel ist halt, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir sagen, wir können auch mal zu zweit mal wieder wegfahren, weil wir bestimmt jetzt schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr zusammen im Urlaub waren. John, ich hatte dich ja gebeten, einen Brief an ein 16-jähriges Ich zu schreiben. Magst du uns ein paar Zeilen vorlesen? Ja, sehr gerne. Liebes 16-jähriges Ich, rückwirkend betrachtet wirst du dein Leben zwar planen können, aber es wird nie so verlaufen, wie du es dir vorstellen möchtest. Hier eine Kurve, dort eine Abzweigung, mal geht es auf, mal geht es ab und oft musst du ein Stück des Weges zurückgehen, um wieder auf Kurs zu kommen. Nimm dich selbst nicht so wichtig und hilf Mensch und Tier, wann immer du kannst und erst recht, wenn du eigentlich nicht kannst. Triffst du die Frau deines Lebens, dann liebe sie aufrichtig und selbst und grenzenlos. Zu zweit geht man den Pfad zum Glück leichter als alleine. In einem Satz sagst du, triffst du die Frau deines Lebens, dann liebe sie selbst und grenzenlos. Welche Bedeutung hat deine Frau im Leben? Meine Frau ist mein bester Freund, mein bester Partner, mein Ansprechpartner. Sie fängt mich auf, wenn es mir mal beschissen geht. Also ohne Drane würde das Tierrefugium auch gar nicht existieren, weil ich das alleine gar nicht machen könnte. Und heutzutage sagt man ganz schnell mal, ich liebe dich, ja, und meint es aber nicht so. Und ich glaube, wenn du jemandem sagst, dass du ihn liebst, dann solltest du das auch ehrlich meinen. Vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein durften, dass du mir so persönliche Einblicke in dein Leben gegeben hast. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Machen Tiere glücklich? Auf jeden Fall. Das hat mir heute John gezeigt. Wichtig ist aber, dass man das Ganze selbstlos macht und vor allem auch ohne Erwartungshaltung dem Tier gegenüber. Denn es geht nicht nur darum, dass Tiere uns glücklich machen, sondern wir auch sie. John ist glücklich, wenn andere glücklich sind. Dafür investiert er seine Zeit, übernimmt viel Verantwortung. Doch es lohnt sich. Denn das, was er zurückbekommt, ist Dankbarkeit, Treue und bedingungslose Liebe. Und ich muss die ganze Zeit nachdenken, was ich wohl meinem 16-jährigen Ich schreiben würde. Aber erstmal mein Rat an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach der Tagesschau kommt alle Wissen, deshalb unbedingt dranbleiben. Denn Sie erfahren da, warum Zeit in der Natur nicht zwingend glücklich, aber auf jeden Fall gesund macht. Und die Hessenschau meldet sich dann wieder um 22.15 Uhr. Ich bin lieber auch neugierig, was du schreiben würdest. Ja, ich denke wirklich gerade noch drüber nach. Mach das. Aber ich denke leise nach. Okay. Um 22.15 Uhr gibt es nochmal eine Hessenschau. Und da schauen wir uns natürlich nochmal die Lockerungen in Hessen an, die ja in fast ganz Hessen gelten ab heute. Und ich sag bis morgen. Tschüss. Ich auch.